So, Anpfiff bei jedem Wetter in der Ferienfußballschule in der Schorfheide. Kickt Johanna Jambaum mit oder kommentiert sie dann lieber von der Seitenlinie? Die Aussichten. Hier in Fino steht Schule auch in den Osterferien auf dem Programm, nämlich auf dem Fußballplatz. Der Nachwuchs trainiert hier wie die ganz Großen. Ob Hagel wie gestern oder Sonne, die Fußballkids aus Brandenburg und Berlin sind hoch motiviert. Was steht im Mittelpunkt beim Fußballcamp für euch? Freude. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Teamgeist. Teamgeist? Ja. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich möchte mit Fußball anfangen? Ja, wir haben in der Schule also eine Fußball-AG. Ich war früher auch in der Fußball-AG. Ich und auch. Was glaubt ihr, was ich war? Welche Position? Abwehr. Sturm. Torwart. Torwart. Sturm. Abwechselspieler. Abwehr. Ja. Von Erinnerungen zum aktuellen Wetter. Nachts frostfrei bis 6 Grad. Morgen viel Sonne bei 17 bis 20 Grad. Johann, gib mir mal bitte einen Tipp, wenn ich jetzt im Tor stehe. Das Wichtige ist, dass man genau den Ball anguckt. Ja. Dass man dann auch genau in die Richtung geht, wo der Ball hinfliegt. Immer den Ball angucken. Immer nur den Ball. Nur den Ball nachschauen. Nachschauen. Hartmut, ich gehe. Ich wünsche dir viel Glück. Oh. Du bist was wie eine Legende. Du leitest seit 96 die erste berlin-brandenburgische Fußballschule. Ja, ja. Mit so viel Leidenschaft. Wie kam es dazu? Nach der Wende. Ja. Deswegen auch erste Berlin-Brandenburg. Ja. Also ich bin Mitbegründer. Und 29 Jahre, doch ist eine schöne Zeit. Ja. Egal, was man macht im Leben, wenn man ein Hobby hat oder eine bestimmte Sache, die man gerne macht, bleibt bitte in allen Lebenslagen am Ball. Es lohnt sich. Was du geschafft hast, Weltrekord 1995, so 45.472 Mal den Ball jongliert mit? In 6 Stunden und 24 Minuten. Das Kopfballjonglieren, der Weltrekord, war 98. Genau, 98 mit 45 Minuten. Und 13 Sekunden. Aber warum? Ich sag auch warum. Ich wollte der Spieler sein, der eine Halbzeit mit Köpfchen spielt. Du bist komplett konzentriert. Ja, aber dafür hat man das ja gut gelernt. Wir gucken auf die nächsten 3 Tage und du gibst uns gleich noch eine kleine Kostprobe vielleicht. Okay. Nach viel Regen am grünen Donnerstag, Samstag wieder Traumwetter, sonnige 22 Grad. Wie oft hat Hartmut den Ball jongliert? 45.472 Mal. 45.472 Mal, so Hartmut. Gut. Sehr schön. Also, in dem Sinne, von hier, frohe Ostern und immer am Ball bleiben. Das Motto hier. Danke euch!